Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es lang ersehnt, wie viele sich wahrscheinlich jedes Mal dienstags, donnerstags und sonntags wünschen, mit einem RS4-Limo-Video weiter. Praktisch wollte ich euch einfach nur mal auf den aktuellen Stand bringen, woran es aktuell scheitert. Und wir wollen uns mit diesem Haufen hier beschäftigen. Da habe ich schon mal mit angefangen. Heute werden wir das Ganze aber noch mal ein bisschen intensivieren. Thema Kabelbau. Ja, so, Auto steht hier hinter René. Was haben wir gemacht? Wir haben schon mal mit den Leisten angefangen. Das Ganze scheitert aktuell allerdings an ein paar Baustellen. Eine Baustelle ist zum Beispiel, ihr erinnert euch ja, wir waren vor bestimmt, also ein Jahr ist es mindestens her, vielleicht anderthalb, waren wir bei der Firma Parare in, jetzt muss ich aufpassen, dass ich es nicht falsch sage, in Frickenhausen. Ich hoffe, der Wort nicht so hieß so, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mir richtig gemerkt habe. Und die sind ja ganz weit vorne und innovativ, was bionomische Designs und 3D-Druckkünste angeht. Und ich hatte ja Ende Dezember in einem Video gesagt, ein großer Wunschtraum von mir wäre eigentlich noch, dass wir die Scharniere, ich mache mal die Tür auf, die Scharniere natürlich nicht so tonnenschwer in Stahl ans Auto machen, sondern dort vielleicht was in Alu, Titan, Carbon oder Ähnliches machen. So, dann hatte sich einer bei mir gemeldet, der das Ganze gerne in Carbon bauen würde. Wurde ich leider maßlos enttäuscht, habe mehrere Wochen darauf gewartet, nichts passiert, macht nichts. Dann hat aber Parare gesagt, Alter, Philipp, warum hast du uns nicht gleich Bescheid gesagt? Das ist genau unser Fachgebiet, weil das sind vom Bauraum her kleine Teile, die man jetzt durch Berechnung wirklich zusätzlich auch noch neben dem eigentlich leichteren Material so gestalten kann, dass die eigentliche Kraftaufnahme wirklich genau da ist, wo das Scharnier mir noch verschraubt ist. So, und das soll jetzt endlich losgehen. Und ich habe mir einfach gesagt, beziehungsweise gegönnt, ich werde das Auto jetzt nicht komplett zusammenbauen und dann wieder alles zerlegen, weil jeder, der an einem Auto schon mal die Scharniere getauscht hat, weiß, das ist so mit die schlimmste Arbeit, die es gibt. Weil unter anderem wird das Ganze durch die Säule unterm Armatur mitgeschraubt. Man fängt komplett von vorne an, muss alles neu einstellen und so weiter. Deswegen fand ich nicht schlimm, dass die letzten Wochen relativ wenig passiert ist. Praktisch kommt noch dazu, dass wir drumherum an allen Teilen ziemlich viel noch vorbereiten müssen. Ein Riesenproblem zum Beispiel ist noch dieses Loch hier. Da musste nämlich eigentlich der Tank drunter. Jetzt möchte ich allerdings nicht den Tank einbauen, solange ich nicht das Spritzsystem fertig habe. Sonst hängt man nämlich wieder kopfüber die ganze Zeit im Innenraum und versucht irgendwie am langen Arm diese Pumpen da reinzukriegen. Will ich einfach nicht. Und deswegen geht es auch relativ langsam voran. Weil natürlich, wenn man so ein Auto mit Sinn und Verstand zusammenbaut, kommt erst der Tank rein, dann kann man die Leitung bauen und dann kommen die Achsen drunter. So, das heißt, da sollen nächste Woche endlich die Spritpumpen eintreffen. Ich habe jetzt nämlich tatsächlich zwei Pumpen gefunden, die in den Tank kommen und mit zwei Pumpen ungefähr 1800 PS E85 machen können. Mhm. Heißt jetzt nicht, dass ich 1800 PS fahren werde, aber ich hatte vorher ja vier Pumpen, das heißt zwei im Tank, zwei am Unterboden, etliche Filter, alles doppelt. Hat zwar super funktioniert, werde ich aber diesmal, ich sag jetzt mal einfach, von der Technologie her neu erbauen. Und ist wahrscheinlich auch ein bisschen weniger an Gewicht, ne? Genau. Ja. Ist definitiv weniger Gewicht, weil, ich verrate schon mal ein bisschen was, die Pumpen, die da reinkommen, normalerweise hat das Bordnetz 12 Volt. Mhm. Jetzt gibt es Controller und Pumpen, die wirklich an der Batterie, an der Pumpe die Spannung hoch transformieren. Transformieren? Ja. Kommt von Trafo. Transformieren? Ich wüsste jetzt kein anderes Wort dafür. Egal, ihr werdet es ja wissen. Auf jeden Fall haben wir tatsächlich an den Pumpen danach 24 Volt anliegen. Ach so, okay. Und da ist es dann tatsächlich so, dass eine Pumpe mit 24 Volt, wenn sie darauf ausgelegt ist, fast das Doppelte kann wie bei 12 Volt. Und deswegen schaffen es diese Pumpen relativ viel Volumen zu machen. Mhm. Und dazu noch die hohen Drücke. Aber dazu gibt es auf jeden Fall ein Video, auch wie wir die Rohre, ich möchte nämlich keine Leitung verlegen, sondern ich will richtig schön ein Alurohr am Unterboden haben, wo der Sprit durchgeht und so weiter. Das kommt alles noch. So, nur damit ihr wisst, dass hier im Hintergrund jede Menge passiert, haben wir zum Beispiel auch sowohl für vorne als auch hinten Radnaben bauen lassen. Vielen Dank an der Stelle nochmal an die Firma HST aus Österreich. Ihr werdet sie kennen. Das sind die Jungs mit dem komplett verrückten grünen Viertelmeile TT. Kannst du, glaube ich, wieder so eine coole YouTube-Integration kurz machen, René? Ja.
mit eins der schnellsten Autos auf der Viertelmeile, 7 Sekunden TT. Hat sich letztes Jahr leider überschlagen und lag auf dem Dach. Da sieht man dann mal wieder, warum diese Thematik Zelle, die wir jetzt so öfter angerissen haben, wichtig ist, weil nach dem Lauf konnte der Fahrer wirklich einfach aussteigen, als wenn nichts passiert wäre. Mhm. Obwohl er wirklich so bei 300 auf dem Dach die Bahn lang geschlittert ist. Okay. So, die Jungs haben uns auf jeden Fall für vorne und hinten die Radnaben gebaut. Warum das Ganze? Zwei Gründe. A, seht ihr, die Sternform macht das Ganze natürlich ein bisschen leichter. Und, will jetzt noch nicht zu viel verraten, aber hinten an der Hinterachse, was ja immer ein Problem war, haben wir andere Radnaben gemacht, damit wir auf eine andere Verzahnung kommen und jetzt andere Gelenke fahren können. Zu der Thematik kommen wir aber nochmal, wenn es um Thema Achsen am Ende geht. Die kommt logischerweise, wenn ihr gerade gut zugehört habt, nach dem Tank. Dann zeige ich euch, was da achsenmäßig so geht. Aber so viel schon mal vorab, haben wir auch wieder ein bisschen Gewicht gespart. Hab leider keine normale Radnabe, aber es ist tatsächlich ungefähr ein halbes Kilo pro Radnabe. Ne? Okay, das ist gut. Mal 4, 2 Kilo, schon wieder saftig. So, dann haben wir hier, das muss ich euch jetzt einfach zeigen, weil es um das Auto geht, fertig das Lader-Krümmer externe Wastegate-Paket. An diesem Ding bauen wir, glaube ich, seit, ich weiß nicht wie viele Jahren rum, hatten wir auch schon etliche Videos zu, ist alles alter Kaffee, ich will es euch trotzdem nochmal zeigen. Wie gehabt, 3 in 1 Rohrkrümmer, dann diesmal allerdings richtig schön in Flussrichtung ein Abgang auf ein 38er Wastegate extern, welche die Abgase von hier dran vorbei am Turbolader in die Downpipes leitet und hier haben wir unsere wunderschönen geilen TTE 1200. Beziehungsweise ist falsch. Mittlerweile ist es TTE eigentlich 12XX, weil dieses Abgasgehäuse mit den externen Wastegates bringt mit sich, dass wir eine andere Turbine fahren können. Die ist jetzt nochmal ein bisschen größer. Als ich jetzt allerdings das komplette Paket von TTE wiederbekommen habe, weil die ging noch einmal zurück, weil die Firma TTE lässt bei dem Dario, vielen Dank, aus der Schweiz nämlich diese Thermoisolierung nochmal machen, die nochmal ganz anders aussieht, weil die so ein bisschen gröber ist, habe ich das wirklich ausgepackt und wollte es am liebsten gleich anbauen, weil ich weiß, das wird gut. Das wird scheppern. Ich habe wirklich schon viele Lader-Setups bei diesem Fahrzeug verbaut, aber die Version jetzt hier, da habe ich ein richtig gutes Gefühl dabei. Gerade auch für uns mittlerweile, weil wir auch so viel messen. Wir haben an jedem Zylinder wieder einen Abgastemperatursensor. Das heißt, wir wissen ganz genau, welcher Zylinder am Ende wie, wo, was macht. So, ja, zusätzlich habe ich da hinten, will ich euch aber noch nicht zeigen, einen riesen Berg an Teilen mittlerweile vom Zusammenbau. Mein Lager nervt mich immer schon so ein bisschen, warum ich die ganzen Teile hier lagere. Aber noch müssen wir uns halt gedulden mit dem Zusammenbau, weil wenn es dann losgeht, ist das eigentlich schnell zusammengebaut. Eine Sache hole ich kurz, die muss ich euch zeigen. So, ein Punkt, der nämlich mittlerweile gar nicht mehr so einfach zu kriegen ist, sind nämlich auch die Carbonleisten für den Innenraum. Ja. Ich war dann irgendwann froh, einen Satz bekommen zu haben, einen vollständigen Satz, weil die müssen nämlich vom RS4 sein, weil der RS4 nämlich diesen sogenannten Silberfaden drin hat. Wie man hier sieht. Neu sind etliche schon von entfallen. Ja, dann ist halt das Problem, dadurch, dass die Autos mittlerweile alle 20 Jahre alt sind, sieht halt die Schaltumrandung so aus. Sieht man das, wie die Matte ist zerkratzt und so? Mhm. Ist jetzt nicht schlimm. Heißt, wir können einfach hier den Rahmen wieder rausklipsen, den schwarzen, und dann polieren wir da einmal rüber, gucken, ob das mit Polieren machbar ist. Ich sage leider, am Ende, so wie ich mich kenne, kriegen einfach alle Leisten einmal neu Klarlack, weil dann glänzen die halt wieder so richtig. Und das sind halt wirklich alles so Kleinigkeiten. Ich bin wirklich motiviert, das Auto schnellstmöglich zusammenzukriegen, aber da es jetzt eh keine Events gibt, Wörthersee fällt wieder aus, wir können eh nicht fahren. Ja, dann lieber 3 bis 6 Monate länger und wirklich jedes kleinste Teil einmal aufgearbeitet, alles frisch. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema dieses Videos, der Kabelbaum. Packe ich das hier kurz weg und dann werden wir natürlich als erstes wiegen. So, das Wichtigste natürlich unsere Waage.
ich finde es eigentlich echt, ich kann mich selber immer drüber bepissen, weil ich finde es wirklich einfach geil, dass man wirklich das durchzieht und einfach jedes Teil von so einem Auto wiegt. Ne? Mhm. So, und ich habe auch wirklich von mittlerweile vielen Leuten aus der Szene schon gehört, dass die es mittlerweile genauso machen. Werd ständig auf Instagram-Stories verlinkt, wie auch so die Leute irgendwo ein Kilo sparen und sich daran erfreuen. Finde ich cool, dass ich das so in den Leuten rausgeholt habe. So, wir machen jetzt mal Folgendes. Irgendwie muss ich jetzt diesen Kabelbaum wiegen. Was nicht so einfach ist. Ich nehme mal die Waage. Ein Punkt, was ich genauso witzig finde, ist immer wieder, wenn wir etwas wiegen, denken die Leute, wir würden dabei Fehler machen. Ihr könnt euch alle 100% sicher sein, Marius und ich beschäftigen uns mit Thema Gewicht den halben Tag in unserem WhatsApp-Verlauf. Das heißt, wenn wir etwas wiegen, sei es den Golf, vorher, nachher, ihr könnt euch 100% sicher sein, wir bauen natürlich in dem Moment den Pedalbock und das Armaturenbrett und so weiter wieder raus, dass wir immer reelle Werte haben. Genau deswegen packe ich jetzt noch diesen Karton hier drauf und werde als allererstes, siehst du, sonst hätten wir hier nämlich wieder ein Kilo geschummelt, werde ich den natürlich als allererstes auf Null setzen. So. Was ist das eigentlich für Handschuhe? Aber wenn sie hier schon mal liegen. Jetzt muss ich mal gucken, wie wir den da reinkriegen. Was schätze? Oh, ich habe gar keine Ahnung. Ich würde mal so 6 Kilo, 7 Kilo sagen. Oh, warte mal, jetzt machen wir uns das Leben gerade viel zu kompliziert. Nee, jetzt müssen wir so... Ich wollte gerade vorschlagen, wir stellen einfach die ganze Palette auf die Waage. Jetzt wäre so eine Ameise geil, ne? Bringt uns aber auch nichts, weil wir nicht wissen, was die Palette wiegt. Und von Palette zu Palette, weil das jetzt keine normale Euro-Palette ist. Mhm. Müssen wir es dann leider so reinschmeißen. Dann müssen wir es danach zwar wieder enttüddeln. Was schätzt du? Was hast du gerade gesagt? Ich sag so 6, 7 Kilo. 6, 7 Kilo? Ja, ist viel. Viel zu wenig. Viel zu wenig? Ich sage, wirklich mit den Kabeln würde ich jetzt mal aus dem Bauch heraus sagen, zwischen 15 und 20. Kann ich dir aber mehr sagen, wenn ich sie gleich hochhole. Ja. Also 15 wird alles zusammen auf jeden Fall, denke ich mal. Da müsstest du noch einmal das Relais herausholen. Das ist ja noch nicht alles. Ich bin richtig außer Atem hier. So, für die Wissenschaft, gesamter Fahrzeugkabelbaum B5, jetzt muss man dazu sagen, stammt aus dem Basisauto, also ist kein RS4-Kabelbaum, 19,3 Kilo und da fehlt der Motorkabelbaum. Und der ist nicht zu unterschätzen. Mhm. Motorkabelbaum fehlt. Das wären garantiert nochmal 3 Kilo. Also 19,3 zu 22 Kilo. Jetzt ist das Krasse, wenn wir diesen Kabelbaum von einem Profi bauen lassen würden, wo ich gerade beim Lambo überlegen bin, sage ich, können wir Minimum 10 Kilo sparen. Krass. Aber warum? Weil man so viel dann doch nicht braucht? Oder? Nee, weil es gibt spezielle Arten von Kabeln, die A, weniger Isolierung drum haben und B, auf kleineren Querschnitt mehr Strom zulassen. Das heißt, du kannst die komplette Kabelauslegung viel, viel, viel kleiner machen. Mhm. Und somit spart man im Endeffekt nicht. So, jetzt beginnt ein kurzer Kampf. Wir unterbrechen kurz. Ich muss den da irgendwie draufkriegen und passend auseinandernehmen. Tisch war ein bisschen zu klein. Wir mussten expandieren. Aber dafür haben wir ja zum Glück so einen großen Ladenverkauf hier. Also, eigentlich wollte ich mit euch zusammen in diesem Video den Kabelbaum Einbau fertig machen. Ich sehe aber so schon, dass das was Größeres wird. Aber ich würde euch trotzdem gerne zeigen, was wir hier eigentlich machen. Deswegen lege ich den einmal kurz so ungefähr hin, wie er Innenraum lag. So, jetzt haben wir das Ganze. Also, einmal durchatmen. Der eigentliche Hauptkabelbaum bei dem B5 ist dieses fette Teil. Das ist das Teil unter dem Armaturenbrett.
Dieses geht dann einmal an die sogenannte Zentralelektrik. Das heißt, hier haben wir die verschiedenen Klemmen. Masse, Dauerstrom, also direkt zur Batterie und sogenannte Klemme 15. Klemme 15 ist, wenn ihr Zündung anmacht, dann ist quasi 12 Volt drauf. So, das heißt zum Beispiel, wenn ihr Zündung anmacht und dann halt Tacho, Navi, Beleuchtung, sowas alles angeht, das hängt alles auf Klemme 15. So, das ist in Anführungsstrichen unsere ZE. Ist bei dem Auto halt nicht mehr so viel. Das hängt hier auch noch alles dran. Dann haben wir hier den Sicherungskasten mit den ganzen Absicherungen. Und dann geht dieser, hier seht ihr zum Beispiel, ich räume das ein bisschen zurück. So. Der Hauptkabelbaum geht dann links und rechts an diese Verteiler. Die sind unten in der A-Säule. Und da ist dann wirklich jeder Kabelstrang einzeln nochmal gesteckt mit verschiedenen Farben. So, das heißt, von dort aus geht dann einmal ein riesenlanger Bereich nach hinten, da kommen wir gleich zu. Und ein weiterer Bereich geht nach vorne. So, für uns am entscheidendsten ist zum Beispiel dieses Kabel. Dieses dicke Kabel mit dem Strang hier geht an die Batterie. Das heißt, das ist unser Haupt-Plus-Kabel für alles, was über unseren Sicherungskasten und die Zentralelektrik abgesichert ist. So, und wenn ihr jetzt dieses Kabel hier schon seht, wie das hier zum Beispiel schon ein bisschen abgeknickt ist und jahrelang abgeknickt an manchen Stellen lag, hier sieht man auch schon, der ist auch schon so ein bisschen, ja, man merkt schon beim Anfassen, dass das Kabel aufgeht, weil beim Kabel ist es auch immer, die Kabel sind nicht durchgängig, sondern die sind so ein bisschen so verdreht. Das heißt, wenn die nicht mehr eng verdreht sind, sondern ein bisschen aufgehen, ist das ähnlich wie beim Stahlseil. Also das Stahlseil verliert in dem Moment an Zugfestigkeit. Es reißt schneller, weil das halt ausgelegt darauf ist, dass es sich verdreht. Und ähnlich ist es beim Kabel auch. Gehen die Kabel auf, sind sie vom Leiten her schlechter. So, und dann kann es halt passieren, dass so ein Kabel hier auf einmal nicht mehr genug Strom durchlässt. Das heißt, als Beispiel, ich wieder halbe Meile ziehe voll durch und kurz vorm Ziel fällt die Spannung immer weiter ab. 13,8, 13,5, 13,0, 12,0 und dann wird es irgendwann auch kritisch, weil komplett alle Verbraucher einfach diese Spannung brauchen. Boah. Jetzt weiß ich auch, warum du ein T-Shirt heute anhast. Ne? Mhm. Sommer wieder. So, okay. Das ist halt so ein typisches Kabel, was ich definitiv nicht so lassen kann. Das müssen wir in dem Zuge jetzt neu machen. So, das heißt, da sind auch alles einzelne Stränge, die wir hier erstmal wieder rausnehmen können. Hier sieht man zum Beispiel, dreckig, das Ganze wird ein Strang sein, der nach vorne geht. Das ist die Beleuchtung. Hier sehen wir den Beleuchtungskabelbaum mit, das wird hier wahrscheinlich Hupe sein, Blinker, Nebelscheinwerfer und so weiter. Da sind natürlich auch haufenweise Kabel, die wir nicht mehr brauchen. Thematik Nebelscheinwerfer. Nebelscheinwerfer habe ich eh nicht mehr, somit brauche ich eigentlich auch nicht die Kabel. Jetzt ist die Frage, wie weit treiben wir das Ganze? Und nehmen hier Kabel raus? Die Frage ist natürlich relativ einfach. Wir nehmen natürlich alle Kabel raus, die wir nicht brauchen. Das heißt, auch hier darf am Ende, dürfen hier am Ende nur Kabel drin sein, die auch wirklich drin sind. Aber wäre es nicht einfacher, sich einen Kabelbaum selbst zu fertigen? Genau das dachte ich mir auch schon immer. Aber wenn du jetzt mal guckst, wie viele Kabel das dann hier sind, ne, bis du das alles hast, ist wirklich schwierig. So, das heißt, ich brauche jetzt eine, vielleicht eine zweiteilige Holzplatte, wo ich mir so diese einzelnen Knotenpunkte in Form von zwei Schrauben mache, dass man ja schön rumlegen kann. Und dann fange ich wirklich an, an manchen Stellen, brauchen wir es gar nicht mehr großartig machen, weil es eh schon auseinander ist, fange ich wirklich an, den Kabelbaum aufzumachen, die Kabel rauszunehmen, die ich nicht brauche und wieder vernünftig zu umwickeln. So, da gibt es natürlich auch manche Bereiche, wo es ganze Stränge sind, die man einfach so rausnehmen kann. So, jetzt der letzte Punkt ist, dieses hier zum Beispiel, ist das ABS und ESP. Diese ganze ESP-Thematik ist natürlich ein Riesending, weil hier vorne ist der ABS-ESP-Block. Dieser, das ist quasi der Stecker dazu. Das heißt, das ist eigentlich das ESP. Hier unten haben wir eine Pumpe, die quasi das ersetzt. Wenn ihr das Bremspedal tretet, erzeugt ihr ja über den Zylinder einen Druck und diesen Druck braucht natürlich auch das ESP zum Regeln. Und deswegen ist eine Pumpe drunter, die diesen Druck erzeugt, wenn ihr nicht das Pedal tritt. Und dann geht dieser Druck durch den ABS-Block, der quasi auf die vier Räder passend den Druck verteilt, um halt zu bremsen.
Jetzt ist die große Frage, ehrlich gesagt, das erste, was ich am Auto immer gemacht habe, ist ESP aus. Ich habe immer als allererstes ESP ausgemacht. Das heißt, eigentlich ist es Schwachsinn, das alles drin zu lassen. Mhm. Heißt jetzt nicht, dass ich das ABS rausreißen will. ABS braucht man schon. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel von einem 98er Modell, wo es noch keinen ESP gab, diesen Block reinmachen mit dem Kabelbaum dazu und spare mir jede Menge Zeugs. Weil, jetzt kommen wir zum hinteren Teil. Dieses Steuergerät hier, steht hier schon drauf, Fahrdynamikregelung, ist komplett nur fürs ESP. Ah, okay. So, und jetzt siehst du ja schon, was ich da an Kabeln wegrationalisieren könnte. Ne? Das geht jetzt natürlich nicht so einfach, weil die natürlich da richtig tief drin liegen. Ne? Aber das will ich weghaben. Und so geht es immer weiter. Alarmanlage. Ich glaube nicht, dass das Auto, wo die wahrscheinlich die meisten Leute in Deutschland darauf warten, dass es auf der Straße kommt, eine Alarmanlage braucht. Ja. Weil das wird niemals irgendwo eine Alarmanlage brauchen. Und so geht das immer weiter. Ne? Alarmanlage, das ist für das ESP der Duosensor, also der Gierratensensor. Das Ding erkennt quasi, in welche Richtung das Auto gerade beschleunigt. Und so geht das hier immer weiter. Ein Steuergerät nach dem nächsten, die wir alle nicht mehr brauchen. Hier, der ist auch gut. Das ist der Kabelstrang unter der Rücksitzbank zu der Benzinpumpe. Wie es üblich ist, natürlich schon wieder ein Kabel gebrochen hier. Siehst du da die Litzen, wie sie durchkommen? Mhm. So, und ich habe euch ja gerade noch einen von 24 Volt und zwei Pumpen und 1800 PS erzählt. Niemals natürlich durch diese Kabel. Ja. Das heißt, hier legen wir auch gleich vernünftige Kabel rein, nehmen aber die Originalkabel komplett raus. Und so geht das in eins weiter. Dann haben wir noch den ganzen Airbag-Kabelbaum hier drin. Das hier geht bis zu einer Rückleuchte nach hinten, Kofferraumbeleuchtung. Das ist zum Beispiel hier die ZV-Pumpe. Die werde ich definitiv drin lassen, weil ZV ist dann doch schon cool. Da kommt aber ein Punkt, sieht man hier perfekt. Die ZV bei dem Auto funktioniert über Unterdruck. Das heißt, da ist hinten im Radhaus eine Pumpe, die die ganze Zeit einen Unterdruck aufbaut. Wenn dieser Unterdruck kaputt ist, also ein Leck hat, kannst du nicht mehr die Tür noch machen, wenn sie abgeschlossen sind. Weil über Unterdruck quasi das Türschloss entriegelt wird, dass man es über einen Griff aufmachen kann. Wenn das eine Undichtigkeit hat, ist Baustelle. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall bei einem 20 Jahre alten Auto all diese Schläuche definitiv überprüfen. Weil wenn es erstmal im Auto drin liegt, ist auch da schwierig. So. Was haben wir sonst noch so? Ja, es ist einfach zu viel, euch das jetzt zu zeigen. Ich dachte eigentlich, wir könnten da was Cooles draus machen. Aber ich glaube, es ist einfacher. Ich informiere euch da über Instagram ein bisschen drüber, wenn ich mal wieder nachts jetzt am Kabelbaum bauen bin. Weil Fakt ist, guckt euch das an hier. Das kann ich so halt nicht einbauen. Das heißt, ich werde hier definitiv Stück für Stück das alles geil machen. Und dann am Ende können wir den fertigen Kabelbaum nochmal wiegen und reinhängen und gucken, wie viel wir gespart haben. Ich habe schon mal angefangen. Manche Teile von dem Kabelbaum liegen nämlich einfach nur zusätzlich mit drin. Die kann man einfach rausnehmen. Zum Beispiel Multimedia. Diese gedrillten Kabel, weiß man immer, das ist für ganz oft für Lautsprecher. Das heißt, diesen eigentlichen Multimedia-Kabelbaum hier, der geht hinten ans Navi für die Lautsprecher, für Bose, kann man zum Beispiel komplett am Stück rausnehmen. Kennst du sowas hier noch? Nee. CD-Wechselkabel. Ach, CD-Wechsler, ja. Das sind so diese alten CD-Wechselkabel für so einen 6-fach-CD-Wechsler damals. Ja, braucht halt kein Mensch mehr, ne? Genauso wie auch diese ganzen Antennen und sowas, ne? Das ist alles so, ne? Und nur als Beispiel, dieser kleine Strang, den kann ich euch ja nochmal einmal jetzt hier wiegen. Auf der Rücksitzbank da? Ach, da. Dieser Strang Kilo. Krass. So, das heißt, 5 Kilo schaffe ich auf jeden Fall, plus jede Menge neue coole Kabel. So, ich hoffe, ich kriege jetzt hier nicht gleich Ärger von Pierre, weil ich den ganzen Ladenverkauf wieder voll gemacht habe. Aber er wird es verkraften. Das muss ich in Ruhe machen. Ist jetzt ja erstmal Osterwochenende bald. Da kann ich ein bisschen weitermachen, weil das ist definitiv dann doch jetzt der nächste Schritt. Kabelbaum rein, weil der liegt wirklich als allererstes im Auto drin. Und dann machen wir Kraftstoff, dann kommen Achsen und dann geht es nämlich tatsächlich schon los, dass Türen final ran können, Scheibenrahmen, Scheiben, Leitglas, leichte Scheibe und so weiter. Ich würde sagen, ich habe euch trotzdem ein bisschen was gezeigt. Tut mir leid, dass wir nicht hier groß schnippeln und
Strippen ziehen, aber das mache ich dann doch lieber in Ruhe, mache das fertig. Und wenn wir ihn reinlegen, verspreche ich euch, fangen wir direkt mit dem Gewicht wieder an. In diesem Sinne, ich wünsche euch allen ein schönes Osterfest mit der Familie, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.